Vorhang auf! 575 Handwerksmeister und Unternehmer haben in der Stadthalle ihre Auszeichnung bekommen. Darunter Jungmeister und auch Silberne Meister. Das sind vor allem Unternehmer, die ihre Meisterausbildung vor 25 Jahren abgelegt haben. Die meisten haben sich damals aus unterschiedlichen Gründen für den nächsten Schritt im Handwerk entschieden. Na, erstmal kann man mehr verdienen. Und man kann sich auch entfalten, man kann seine eigenen Interessen viel besser rüberbringen. Es macht einfach viel mehr Spaß. Naja, weil es eben auch ein Handwerk sehr anerkannt ist und interessant ist, abwechslungsreich und auch sehr angesehen ist, muss ich sagen. Naja, man kann sich ja wirklich so verwirklichen, wie man das so, man ist der eigene Herr, man kann alles selber in der Firma bestimmen, was ich wie machen möchte. Selbstverwirklichung, Karriere, neue Aufgaben. Das steht auch 157 Jungmeistern seit Freitagabend bevor. Sie halten endlich ihren Meisterbrief in den Händen. Die Entscheidung für den Meister haben sie aus ähnlichen Gründen getroffen, wie die Kollegen, die den Job schon seit 25 Jahren machen. Ich wollte mich selbst einfach fortbilden. Das war so der Grundgedanke und halt einen verantwortungsvolleren Posten dann auf lange Zeit zu übernehmen. Mir stehen halt viele Türen offen. Also ich kann mich selbstständig machen, ich kann halt als leitende Position, ich kann mit Lehrlingen arbeiten. Ja, mehr Geld. Ja. Jetzt kann ich voll in dem Gebiet, wo ich vorher gearbeitet habe mit Einschränkungen, jetzt ganz alleine entscheiden und auch alleine Baustellen absolvieren, wo ich vorher einen Fremdmeister zu brauchte. Positiver Punkt für die Jungmeister, es gibt einen Meisterbonus. Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Britta Ernst, hat den Scheck symbolisch an den besten Jungmeister Marco Häslich übergeben. Alle Jungmeister können sich damit über eine kleine Finanzspritze vom Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg freuen. Neben den Alt- und Jungmeistern hat die Handwerkskammer auch 15 neue Betriebswirte geehrt. Diese Qualifikation ist sogar mit dem Hochschulmaster gleichgestellt. Für Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus, ist die gemeinsame Ehrung immer etwas Besonderes. Er zählt den Tag des Meisters sogar zu den wichtigsten Ereignissen im Handwerkerjahr. Denn alle, die hier auf der Bühne stehen, gestalten die Zukunft mit. Die grünen Meister, die jetzt ihre Meisterprüfung gemacht haben, sind nicht wunderbar, die jungen Leute zu sehen, wie motiviert die sind. Und das ist doch Anreiz genug, so einen Tag zu gestalten. Und die anderen, die 25 Jahre ihren Meisterbrief haben, die zu ehren, dass sie die Lebensleistung vollbracht haben, für die Gesellschaft gearbeitet haben, Steuern gezahlt haben bis dahin und Ausbildung, auch junge Leute ausgebildet haben. Und dann sagt die Handwerkskammer Danke. Insgesamt 344 Meister aus verschiedenen Gewerken standen hier auf der Bühne. So viele gab es noch nie. Aber die Arbeit wird nicht weniger. Mit den neuen und alten Meistern bleibt die Zukunft des Handwerks erhalten.